Ja, wir sind hier heute im Emirates Boeing 777-200 und natürlich auch ganz wichtig auf so einem 6-stündigen Flug In-Flight Infotainment. Ein paar Filme gucken, Musik hören oder ein paar Games spielen. Das möchte ich euch jetzt einmal kurz zeigen, wie es hier bei Emirates gelöst ist. Das ist jetzt quasi der Startbildschirm und ja, wir werden mal kurz, jetzt haben wir es nachher Arabisch, das verstehen wir nicht. Ein Touch-Bildschirm, wo man auch ein bisschen kräftiger draufdrücken muss. Dann haben wir hier drei Optionen: Eyes, Information, Communication, Entertainment. Bei Information ist sicherlich die Fluggeschichte ganz interessant, dass man muss halt immer ein bisschen kräftiger draufdrücken, dass man halt hier quasi die Flugdaten hat, Ankunftszeit auch und Geschwindigkeit, Außentemperatur etc. und man hier halt Übersichtskarten hat, wo man sich gerade befindet. Alternativ kann man hier auch, ich weiß nicht, welche gerade funktioniert. Vielleicht fliegen wir auch gerade über nichts. Ja, zumindest sieht man hier, wie ich schon beim Start, blende ich euch gleich ein, sieht man hier solche Geschichten. Musik hören wollen, können wir uns eine Playlist zusammenstellen.
die Lieder auswählen oder halt auch die ganzen Lieder zur Playlist adden, die man dann hier unten hat, wo man dann seinen kleinen Player hat. Genau. Hier oben kann man noch Helligkeit des Bildschirms festlegen. Und die Lautstärke, das ist ganz einfach zu bedienen, sehr intuitiv gelöst das Ganze. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also mit dem System bin ich hier sehr zufrieden. Games kann man auch noch spielen, wenn man Lust hat. Hier hinten ist so ein kleines Steuerkreuz und die Knöpfe zum Spielen. Und ansonsten bin ich, ja, das war okay. Das andere System, wie gesagt, in der Strich 300 war das alte System. Waren auch ältere Filme, waren nicht ganz so schön aufgebaut. Qualitativ auch nicht so ein schönes Screen hier, wo man sieht, was man gerade abspielt. Hier der Screen. Ja. Was ich natürlich vorhin noch vergessen habe, wir haben vorhin gesehen, dass wir hier über die Navigation uns halt durch die verschiedenen Sachen durchnavigieren können und aussuchen können. Aber es gibt auch dieses ICE hier unten, ICE Information Communication Entertainment. Gibt es auch so ein Heft, wo Nummern drin stehen. Man muss hier also nicht dadurch navigieren, sondern man kann hier auch gucken, was man möchte. Und hier Dubai Expo 2020. Sehr interessantes Thema natürlich. Da haben wir zum Beispiel Channel 1504. Da können wir hier oben, haben wir hier Channel, wie wir sehen. Und da können wir 1504 einmal eintippen, Go. Und dann kommt man zu dem jeweiligen Thema. Das ist das Thema der Expo 2020, Collective Minds Creating Future. Was? Ja, das ist natürlich professionell, aber ja, das ist das Motto und dazu gibt es beispielsweise ein Audiobook, wo ein bisschen was dazu erzählt wird. Genau. Haben wir sonst noch etwas vergessen? An sich glaube ich, war es das jetzt. Aber es funktioniert sogar jetzt das hier oben. Das können wir jetzt mal anschauen. Weil jetzt haben wir